Ja, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom europäischen Nordmeer. Ja, wir wollen jetzt hier mal, hier seht ihr schon meine Route hier mit den ganzen Leuchtperlen drauf und den ganzen Zusatzhaken hier. Wir angeln jetzt mit der Pilkmontage, also quasi mit der ersten Montage. Das Einzige, was ich jetzt hier schon dazu gemacht habe, ist einmal hier der Zusatzhaken. Dann hier Lockmittel vor den Köder, also quasi die Rassel. Dann ist hier noch ein Trailer am Haken, ist so oder so. Also das ist jetzt nicht extra, also nur quasi der Zusatzhaken und die Rassel. Der Rest könnt ihr normalerweise einfach nutzen. Und hier unten habe ich jetzt einfach mal die ganzen Beifänge. Hier hätte man jetzt auch noch andere Sachen drauf machen können, je nach Hakengröße und so. Habe ich jetzt mal ein paar Schrimps drauf gemacht, ein paar Leuchtperlen und sowas. Und damit gehen wir jetzt angeln. Also wie gesagt, das Einzige, was ihr von Anfang an nicht habt, ist der Zusatzhaken und die Rassel. Die würdet ihr dann hier freischalten. Also hier Lockmittel für Pilker. Das ist quasi die Rassel. Oder hier der Zusatzhaken für Pilker. Ich glaube, die Rassel... Ja doch, man könnte auch Leuchtperlen nehmen oder hier die Leuchtschläuche. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal angeln. Wie gesagt, ich habe jetzt hier mal die Tagara drauf. Die Poseidon Sensi. 63 Kilo, 60 Kilo die geflochtene Schnur, die Multicolor, damit wir auch die Tiefe sehen. 60 Kilo selber hergestelltes Schockleader. Zeiman Lurker, deshalb habe ich hier mal den 100 Gramm drauf gemacht, weil sonst die Montage wieder zu schwer ist, weil ich jetzt hier nur die 190 Gramm habe. Ja, dann hier noch 2-0er Haken, ich weiß gar nicht, was habe ich hier jetzt für einen Haken drauf? 4-0er auf dem Pilker. Die Rassel, den Oktopusköder, das Heringsfilet. Ihr könnt natürlich ja auch Köhlerfilet nehmen. Ne? Geht ja auch. Dann wie gesagt hier so eine Garnele, noch so ein Schrimp. Gut, dann legen wir erstmal los. Wir fahren direkt jetzt hier mit dem Boot und fahren jetzt mal den Fjord lang. Muss noch ein bisschen Rückwärtsgang hier, leicht einlenken. Nicht zu schnell. Erstmal hier rückwärts fahren. Dann fahren wir einfach mal den Fjord lang. Nach den Shop. So, erstmal gucken. Ah, bleib stehen. Oh Gott. Jetzt hat er Vollgas gegeben, weil ich Shift gedrückt habe. Macht er gleich den Vollgasgang hier. So, wir machen mal ein bisschen langsamer. Fahren wir jetzt hier. Ja, wenn man Shift drückt, dann gibt er gleich Vollgas. So, hier ist zum Beispiel schon die erste Kante. Ja? Also, hier könnte man schon direkt, glaube ich, angeln. Bleiben wir einfach mal stehen, wir probieren es einfach mal aus. 40 Meter hier. Gehen jetzt mal mit der Route nach hinten. Also wie gesagt, man kann, es gibt hier keinen Routenhalter. Man kann die Route hier, wie gesagt, nicht ablegen. Wir lassen jetzt einfach mal, weil wir hier die Multicolor-Schnur drauf haben, sehen wir jetzt hier unten auf dem Powerbalken. 10 Meter kann ich euch hier nochmal zeigen. Also hier unten 10, 15 und so weiter. Wie gesagt, ich bin hier immer noch auf dem Test-Account. Ne? Immer noch. Die Testversion kann sich also noch was ändern, halt zum Release. So, wir haben jetzt hier 20 Meter. Sinkt er weiter 25 Meter? Jetzt kann man hier zum Beispiel mal so ein bisschen gucken. 40 Meter sind wir. Bleiben wir bei 40 Meter stehen. Und pilken einfach mal eine Runde. Manchmal ist auch schon, wenn das hier ein guter Spot ist, dann beißen die Fische ja auch schon beim Absenken. Dann kommt man gar nicht zum Pilken. Dann hat man so eine hohe Bissfrequenz. Aber ich weiß ja nicht, wie das hier vorne gleich ist. Schwarm sah erstmal gut aus. So, jetzt kommt er auf Grund. Müsste er gleich auf Grund sein. Ah, wir haben schon Biss. Geht schon los. Geht doch schon los. So muss das sein. Also wenn wir hier gute Frequenz haben. Wir haben jetzt auch extra hier kleine Schrimps genommen. Ah, ausgestütztes. Lol, der war gar nicht dran, hat nicht gehakt. Okay, nochmal absenken lassen. Wie gesagt, wir haben jetzt hier die kleinen Shrimps, die sind halt gut für Frequenz. Kleines Filet ist auch gut. Die Rassel ist gut. Oktopus, ja gut. Und den Pilker halt hier, ne? Oh, haben wir schon wieder Biss. Ja, immer noch Biss. Ich hoffe, den kriegen wir jetzt. Ja, den haben wir. Da haben wir zuerst mal einen blauen Wittling. Den nehmen wir gleich mal mit.
Aber wie gesagt, man braucht hier nicht weit fahren. Einfach hier die Kanten abfischen. Da kommen jetzt auch noch ein paar mehr Kanten, die vielleicht noch ein bisschen besser sind. Gucken wir einfach mal. Einfach mal ganz entspannt hier. Ach, ihr seht ja auch, wenn er nicht mehr sinkt oder so, dass er ein Biss ist. Wie gesagt, hier ist ungefähr 40 Meter Tiefe. Driften jetzt auch. Also wir haben keinen Anker gesetzt. Ne? Ganz wichtig, keinen Anker setzen. Einfach nur Motor ausmachen. Gucken wir mal, ob wir überhaupt zum Pilken kommen hier. 40 Meter. So, jetzt haben wir Grundnähe. Gucken wir ein bisschen rein. Jetzt machen wir quasi Rechtsklick. Absinken lassen. Aber schon Biss. Und dann steht nämlich auch unten Pilken. Ja, einfach nur Rechtsklick absinken lassen. Dann wieder Rechtsklick, dann wieder absinken lassen und so weiter. Und so pilkt man dann halt. Europäischen Seehecht, aber leider noch ein bisschen zu klein. Leider noch kein Haken. Ja, wie gesagt, ich zeige euch nochmal, dass das mit dem Pilk nochmal steht. Aber so funktioniert halt quasi das Pilken hier. Ach, nächster Biss, siehst du, geht doch schon gut los. Aber viele, viele sehr kleine Fische hier gerade, glaube ich. Und Makrelenhecht. Auch nicht verkehrt. Der ist Chatgröße sogar schon. Auch hübscher Fisch, ne? Sieht hübsch aus. Mal kurz hier nochmal Screenshot. Ah, jetzt ist der Chat zu sehen. Oh, was ist das hier? Oh, jetzt Biss. Ich sehe es nicht, warte mal. Ja, doch, wir haben Biss. Nochmal Makrelenhecht. Hier haben wir jetzt wirklich Frequenz. Und wie gesagt, auch wenn das jetzt hier mehrere Haken sind und mehrere, also quasi wie Paternoster, der Fisch beißt immer nur auf einen Köder. Wenn ihr jetzt hier, sage ich jetzt mal, vier Naturköder drauf hättet, geht natürlich nur der Naturköder runter, wo drauf der Fisch gebissen hat. Ne? Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass jetzt hier alle vier Köder gleichzeitig, wenn das jetzt Naturköder wären, runtergehen, ist natürlich Quatsch. Ne? Also wie gesagt, auch mit den Filetstücken hier. Ne? Also hier geht immer, entweder beißt er hier drauf oder da drauf oder da drauf. Ne, da geht jetzt nicht, oder auf den Pilker halt, da geht jetzt nicht alles quasi runter denn. Und leider ist es halt so, auch wenn ihr jetzt vier Haken habt, ist es jetzt nicht so, dass jetzt vier Fische beißen können. Ne? Also das funktioniert halt so in R4 nicht. Vielleicht irgendwann in Zukunft mal, ne, wenn sie das irgendwie vielleicht da dran arbeiten wollen. Aber so ist es jetzt erstmal. Ist immer nur ein Fisch beißt, ne? Hier haben wir, ich glaube, der ist gerade doch noch dran. Was ist eigentlich hier gerade mit der Taka? Europäische Sardine. Jetzt geht los. Europäische Sardine. Ja, also hier vorne direkt, ne? Ist jetzt auch nicht so tief hier. Ja, 40 Meter halt, ne? Hatten wir vorne auf dem Sonar, auf dem Echolot gesehen. Wir fahren gleich mal ein bisschen tiefer noch. Aber Frequenz auf jeden Fall da. Also ich glaube, hier kann man gut Frequenzfische fangen, die Stunde. Also hier kann man auf jeden Fall gut ne, das Meeresangeln skillen, ne? Weil auf Frequenz macht man halt die meisten Prozente. Also das geht schon mal gut. Und vor allem das Einzige, was einem am Anfang fehlt, ist ja die Rassel und der Oktopus. Alles andere kann man ja schon von Anfang an nutzen. Ne? Also mit 0%, soweit ich das jetzt sehe. Ne? Also man wird es ja dann zum Release nochmal sehen. Wenn man direkt halt bei 0% ist, was man alles nutzen kann. Aber soweit ich das jetzt gesehen habe, sollte das denn so gehen, ja.
falls sich da jetzt nochmal was ändert, werde ich auf jeden Fall noch ein weiteres Video machen. Und wie gesagt, wir sind hier halt, wie gesagt, immer noch auf dem Test-Account, ne? Ein Pollack, aber ein ganz kleiner, ne? Ein ganz, ganz kleiner Pollack. Ja, schöne Fische, ne? Schöne Fische. Ja, und so kann man halt erstmal am Anfang angeln, ne? Oh. Wirklich, wir fahren glaube ich mal eine andere Tiefe ab jetzt. Wir bleiben jetzt mal am Fjord, aber gehen mal ein bisschen in eine andere Tiefe. Aber macht schon Bock, definitiv. Macht schon Bock. Und ihr seht auch, dass jetzt nicht immer hier das Filet runtergeht, ne? Sondern dass ihr auch teilweise auf den anderen Ködern halt das beißt. So, wir fahren mal ein bisschen. Geben mal ein bisschen Gas hier. Echt Vollgas hier. Mal ein bisschen langsamer wieder. So, dass wir auf 20 km/h vielleicht kommen. So. Hier haben wir jetzt 75 Meter. Hier geht es jetzt nochmal eigentlich steil runter, oder? Da kommt nochmal ein Hang. Wenn wir jetzt hier vorne vielleicht in der Tiefe nochmal gucken. Hier nochmal gucken. Zwischen vielleicht. Ich bleib mal hier stehen. Guck mal, ob wir hier vielleicht noch ein paar andere Fische fangen. Und wie gesagt, hier, das sind halt quasi, ne, keine Naturköder, sondern das sind so eine Art Gummifische bzw. ne, Kunstköder oder Gummifische. Ja. Einzige Köder, der jetzt hier von der Anzahl runtergehen könnte, ist jetzt das Filetstück halt. Ne? So, jetzt sind wir hier bei... Ah, immer noch 45 Meter, okay. Und jetzt driften wir quasi einfach, ne? Driften jetzt hier quasi in bestimmte Richtungen. Und es gibt hier übrigens auch Ebbe und Flut, ne? Also an dem Gewässer gibt es hier auch Ebbe und Flut. Und das beeinflusst, muss ich morgen, oder ich frage nochmal Joey oder Tobi, ob das halt auch den Drift beeinflusst. Also wenn man hier im Hafen steht, hier zum Beispiel am Ufer, und man steht jetzt halt relativ dicht am Wasser, da sieht man das jetzt sogar, ne? Sieht man das sogar mit Ebbe und Flut? Auf jeden Fall kriegt man da einen Hinweis, wenn man jetzt am Ufer steht, man steht jetzt quasi, meinetwegen ist jetzt Ebbe, und jetzt kommt die Flut, man steht halt relativ dicht am Ufer, dann kommt auch ein Warnhinweis, dass wenn jetzt die Flut kommt, dass man quasi in einem Bereich steht, wo gleich Wasser kommt, ne? Also das, da kriegt man halt auch nochmal einen Hinweis. Ja, schon ein größer. Mal gucken. Was kommt da jetzt? Ah, kleiner Köhler. Kleiner Köhler. Wir können gleich nochmal ein Stück weiterfahren, ansonsten. Das ist eigentlich ein entspanntes Angeln, ne? Mit einer Route braucht man nicht hier so viel hin und her. Ja, vorhin hatte ich, auch wenn sich das vielleicht nochmal zum Release halt ändern mag, eigentlich, kann man da jetzt erstmal nicht näher drauf eingehen, aber ich hatte halt, sagen wir mal so, ich hatte gutes Silber verdient, als ich auf Heilbutt, ne? Also im nächsten Video gehen wir mal auf Heilbutt. Da habe ich wirklich gutes Silber verdient, ne? Oh, der war mal leicht. Leicht in der Bremse, okay. Wenn wir da mal sehen zum Release, was wir so an bestimmten Spots auf bestimmte Fische Silber machen, dann. Könnte Köhler wieder ein größerer sein, glaube ich. Ja, 2,7.
Hier haben wir zum Beispiel auch Meeresangeln plus 5%, auch nicht verkehrt. Und die Montagen halt früher freizuschalten, ne? Aber wir kommen hier auch nicht zum Pilgern, ne? Oh, jetzt haben wir ja wieder hier. Hier kommt man ein Screenshot. Ah, ist das Dorf zu weit weg. Ich mach das später. Die sogar Chatgröße jetzt. Hübsche Fische, ne? Ich würde sagen, wir fangen gleich nochmal ein Stück weiter eigentlich. Vielleicht nochmal ein bisschen weiter raus hier vom Fjord. Wir sind jetzt nicht ganz bei der Hälfte. Na, guck mal, wir haben jetzt auch schon 12 Fische in 11 Minuten. Also sehr gute Frequenz, wenn man bedenkt, dass man hier mit einer Rute angelt, ne? Man steht ja jetzt hier nicht mit drei Ruten. Hier kann man halt locker bestimmt 40, 50 Fische oder noch mehr die Stunde machen. Oh, blauer Wittling. Okay, auch ein hübscher Fisch, ne? Sehr hübscher Fisch. Also da geben sich echt Mühe, ne? Also das Design von den Fischen ist wirklich super hübsch. So, wir fahren nochmal ein Stück raus. Nochmal ein bisschen. Ich hatte hier hinten ganz gut gefangen eigentlich. Ich fahre mal ein bisschen langsamer. Guck mal, da ist auch eine schöne Kante. Kommt noch mal, was kommt da für ein Bereich? 90 Meter. 70 auf dem Echolot sieht das immer alles ein bisschen anders aus, ne? Echolot ist halt viel, viel genauer, ne? Wo ist jetzt hier die 90 Meter Tiefe? Die kommt jetzt gleich, ne? Da vorne, okay. Müssen wir mal schauen jetzt. 44, ja, jetzt kommt die Kante. Jetzt 65. Hier ist jetzt gleich eigentlich so ein tiefer Graben, ne? Ja, es ist flache. Flache. Mal stehen bleiben. Aber mal gucken. So, mal sehen, was wir jetzt hier fangen. Und drüben, wie gesagt, ist diese Insel. Im Lagerfeuer, da war ich noch nicht. Muss runterkommen. Ist auch die Frage, ob da überhaupt Fische drin sind. Auch nochmal irgendwann testen, oder ich teste das mal und erzähle euch das dann, oder wir reisen da mal hin. Gucken wir uns das vielleicht mal an. Wasser sieht auch wirklich schön aus hier. Kleiner Mini-Köhler hier. Jetzt einfach mal jeden Fisch mit. Wir können da gleich mal hinfahren, einfach weil wir Bock haben. Ne? Wir fahren einfach mal hin. Gucken mal, ob da irgendwas vielleicht geht. Aber wir müssen halt auch wieder. Ich habe das Equipment halt dafür. Oh, das Equipment dafür auch gar nicht. Ich glaube, da müsste ich mir erstmal Equipment zusammenstellen, womit ich da vielleicht ein paar andere Köder ausprobieren kann. Die Salzwasserköder brauche ich da, glaube ich, nicht probieren. Oh, hier 6,2 Kilo Köder. Das ist schon echt ein guter. Könnte man hier Köderfilet. Ah, so, er hatte hier andere noch drin. Ja, okay. Die Frage, wie viele Filets da jetzt bei rauskommen, ne? Macht. Könnte ich halt einen Köderfisch. Ah, ne, riesiges. Ah, okay, riesiges Filetköder, ja. Und hier könnte ich ja jetzt, toter Köderfisch. Auch hier den Köder könnte ich jetzt machen, ja. Den könnte ich jetzt machen. Ja, ne, wie gesagt, eigentlich entspannt.
Hier gerade im Fjord ist es halt sehr ruhig. Keine großen Fische. Sobald man hier nachher auf die Bänke fährt, ne? Gerade die tiefen Bänke, da kannst du natürlich schon ein bisschen, ja, ein bisschen actionreicher werden. Das werden wir, wie gesagt, im nächsten Video zeige ich euch das mal. Fahren wir da mal hin. Werdet ihr auch mal sehen, wie lange wir hier brauchen. Von hier, zum Beispiel nach hier, wo wir dann auf Heilbutt gehen und Kabeljau. Da ist schon eine Fahrt, ne? Wenn man bedenkt, hier hinten ist, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, hier hinten ist irgendwo die Kartengrenze. Übrigens nochmal als Info, kann ich euch gleich nochmal zeigen. Ich habe hier nochmal zum Testen nochmal was bekommen. Also hier auf den Test-Account. Die Overlord ist zum Beispiel nicht salzwasserbeständig. Ihr könnt natürlich trotzdem mit der Rolle hier angeln. Das kann ich euch ja auch mal zeigen. Ihr könnt jetzt hier einfach mal die Overlord drauf machen. Überhaupt kein Problem. Ne, jetzt haben wir die Overlord drauf. Nur der Verschleiß würde da halt dann höher sein als bei den salzwasserbeständigen Rollen. Ne? Gucken jetzt einfach mal, nutzen jetzt einfach mal die Overlord hier, weil viele von euch haben ja jetzt, weil auch der Weihnachtsmarkt so lange aktiv war, haben viele die Overlord sich ja jetzt geholt. Und wäre ja auch schade drum. Ne? Jetzt müssen wir halt mal beobachten. Wir können ja mal die Rolle eine Weile nutzen und beobachten einfach mal den Verschleiß. Ne? Weil die Overlord hat ja eigentlich einen geringen Verschleiß. Deswegen können wir. Ach, hier ist schon. Guck mal, jetzt sind wir schon wieder zu flach. Wir sind hier schon wieder weggedriftet hier auf den flacheren Bereich. Jetzt können wir auf jeden Fall mal pilken. Das können wir jetzt mal machen. Jetzt müsste das eigentlich schon dastehen, pilken. Aber wir sind noch zu dicht. Ah doch, starkes Pilken und Bewegung Grundnähe. Haben quasi beides. Haben schon Biss. Seeskorpion, auch ein hübscher Fisch. Also die sehen wirklich so detailliert aus, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. So, warte mal. Nehmen wir mal mit. Jetzt gucken wir mal, ob jetzt schon irgendwas zu sehen ist. Hier ist erstmal alles bei 0%. Muss man halt jetzt mal eine Weile fischen. Ich werde das morgen im Stream dann nochmal probieren mit der Overlord. Also wenn wir hier mal auf Frequenz fische oder, ne? So wie jetzt hier gerade im Video. Zeige ich das morgen dann nochmal und dann angeln wir einfach mal eine Stunde damit und gucken mal, was der Verschleiß sagt. Ne? Oha. Oh, nochmal ein schöner Köhler hier, ne? Wie gesagt, die Overlord reicht hier eigentlich auch aus. Gerade hier im Fjord. Reicht die Dicke aus. Wie sich das denn nachher mit den größeren Fischen verhält, muss man dann mal testen. Wir haben jetzt hier auch vor 5 Uhr. Oh, guck mal. Bei einer 60 Kilo Schnur passt auf die Overlord 516 Meter. Krass. Das ist nicht schlecht. Haben sie das nochmal erhöht, was? Krass. Ich meine, ich wusste zwar, dass da eine Menge Schnur raufpasst, aber dass das so viel ist, krass. Weiß nicht, ob da jetzt schon Verschleiß zu sehen ist. Das ist auch bei 0. So, wir machen mal ein bisschen Spannung aufbauen und machen wieder ein bisschen Pilken. Ja, wie gesagt, einfach rechte Maustaste absinken lassen. Und wieder, guck, da kommt schon der nächste Biss. Sehr easy. Gut, aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss. Ich werde die Overlord hier noch ein bisschen testen. Kann ich euch ja dann im nächsten Video oder in einem der nächsten Videos dann mal sagen, wie viel das denn, wie viel Verschleiß dann drauf ist. So, Fische haben wir jetzt nach Gewicht. Also Frequenz ist gut, aber halt auch viele kleine Fische. Guck mal, hier haben wir jetzt zum Beispiel mehr Köhler gefangen an der Stelle. Vorhin hatten wir hier auch diese Makrelenhechte und Pollack und sowas. Und hier diese Sardinen hatten wir auch noch gefangen. Gut, das soll es dann erstmal gewesen sein.
Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Euer Wortefänger. Tschüss.